Hallo und herzlich willkommen zurück bei God of War 4. Ich habe jetzt doch einmal offscreen die Nebelechos gesammelt und ich habe jetzt die komplette Ivaldis Rüstung. Totschleier Schulterrüstung, Totschleier Panzerhandschuhe, Totschleier Kriegsgürtel. Und ich versuche jetzt die Walküre zu finden. Ich habe jetzt schon einen Run gestartet, bis ich gemerkt habe, Alter, ich sollte vielleicht die Aufnahme dabei starten. Und zack. Mal schauen, ob wir es jetzt gleich beim Anfang finden. Ja, die ist da hinten. Komm schon, komm schon. Nein, das ist sie gar nicht. Verdammte Scheiße. Fuck man, ich will doch nur die scheiß Valkyrie finden. Ich habe sie vorhin mehrfach, in meinen Runs mehrfach nacheinander gefunden. Oh oh. Weiter, weiter, weiter. Das mal einsetzen. Das interessiert uns gerade nicht. Genau, müssen wir einmal so. Das müsste sein. Oh. Steh auf. Vorsicht. Oh. Fuck. Ist das super gelaufen. Gut, dass ich jetzt die Aufnahme gestartet habe, damit ihr das sehen könnt, wie ich sehr gut in diese Falle laufe. Läuft. So ein Scheißdreck. Oh Mann. Ich habe so kein einziges Mal geschafft, zerquetscht zu werden. Nur einmal bin ich rasiert worden von diesen Scheiß. Dinge. Das können. Komm, 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 komm. Oh no! Das nehmen wir mit. Scheiße, jetzt müssen wir noch einmal warten. Jetzt setzen wir das Nebelding noch schnell ein. Fuck, das ist doch wieder nicht für die Walküre, Mann. Alter. Das ist doch scheiße. Ich habe sie vorhin dreimal nacheinander gefunden. Oh, das schaut danach aus. Doch, das könnte sein. Ja, das ist es. Nein. Warum ist es das denn? Da hinten ist sie. Komm, jetzt mach doch. Attacke! Wow. Oh oh. Alter, was soll... Boah. Komm, ich hab noch mal einen Stein. Mach Wiederbelebung, wie können sie es schaffen? Alles gut hier. Oh, fuck you.
Wir schaffen dies! Oh, warum bellt jetzt der Hund unten? Wir haben sie geschafft! Ja, Mann! Die letzte Walküre! Alter! Freiheit! Ja, du bist jetzt frei. Meine Schwestern, ist ihnen dasselbe widerfahren? Ja, aber wir retten sie. Ihr beide seid sehr tapfer. Ich wünsche euch Glück. Valhall wartet. Beide? Sie hat mich nicht mal bemerkt. So, dann holen wir uns den letzten Helm. Sorry, dass kurz die... dass ich meinen Ton weggeschalten habe. Aber unser Hund kotzt mich heute schon total an, Alter. Ständig kläffen muss wegen ihm Dreck. Das war wohl unsere letzte. Ja, Junge. Auf, oder schnell abwarten. Wie ihr wisst, liegt er neben den zwei Ruderstatuen auf dem Weg zu Tamors Reise. Diese Königin, sie ist stark, oder? Stärker als die anderen Valküren bisher. Das ist noch untertrieben. Dann müssen wir uns vorbereiten. Schwinge der gefallenen Axtknauf. Und jetzt bloß nicht sterben, Alter. Ich weiß gar nicht, ob ich das nochmal machen muss. Aber ich find's gut, dass sie die Valkyrie wenigstens schwächer gemacht haben. Als die anderen, weil das wäre schon echt heftig gewesen, wenn die so stark gewesen wären wie die anderen. Nether, Nether! Das war, glaube ich, dadurch, ne? Und rum ums Eck! Ja. Ganz vorsichtig sein, ganz vorsichtig. Ah, da sind wir schon raus. Die Waldi kann mich am Arsch lecken. Wir können die letzte Valküre killen, Alter. Beziehungsweise die Valküren gehen nicht hin. Mach's gut. Die Kreissägen fand Ivaldi am besten. Meiner Meinung nach ein bisschen Protz. Die Kreissägen sind auch ziemlich krass. Und auch nervig. Aber denen, wenn man einmal zwischen die Dinger kommt, ist es vorbei. Außer mal Glück und wird zur Seite gestoßen, wie ein Gegner vorhin. So, zwischen den Ruderern, würde ich meinen, ne? Boah, ich bin gespannt, wie arg die wird. Halt! Ja. Habt ihr euch in Niflheim herumgetrieben, was? Aber woher? Vivaldis Gestank der Unfähigkeit ist unverkennbar. Und deine Schuhe sind von Nebel benetzt. Also, wegen dieser anderen Sache. Was für eine andere Sache? Es gibt keine andere Sache. Ich gehe jetzt die letzte Valkyrie killen. Und dann ist das Spiel für mich offiziell abgeschlossen. Weil das andere ist eher Grinding bzw. herausforderungsmäßig. Weil diese Nebel... Ich weiß immer noch nicht, wie ich diese Nebelschleier herbekomme. Nebelanker. Oder kann ich die kaufen? Dann neigt sich das Spiel langsam dem Ende zu, ne? Midgar. Also für mich neigt sich das Spiel langsam dem Ende zu.
Nachdem mir die Zeit so davon gelaufen ist, weil wir den ganzen Muspelheimer Herausforderungen und Nilfheimer Zeug machen mussten, wird es dann leider auch keine Resident Evil Folge an dem Tag geben, wo ich jetzt das aufnehme. Was der 7.5. ist. So, wo sind die Spacko-Ruderer? Sind da hinten, glaube ich, irgendwo, ne? Hä? Doch, da hinten. Vermutlich. Halt. Wird es eigentlich angezeigt? Hammersturz, ne, zum Jünger Thors zurückkehren. Tote Fracht. Tote Fracht. Insel des Sees. Der Hohe Rat. Acht Valkyren müssen. Ah ja, okay. Also nochmal dahinter. Ah, okay. Oh, ich bin ja so gespannt. Ah, das ist die Stelle, wo ich nie aufgeklettert bin. Also, was war mit dem achtarmigen Riesen? Starkapper der Mächte. Hätten die Riesen je etwas so Organisiertes wie eine Armee gehabt, wäre Starkapper ihr General gewesen. Eine Meinung, die ich rückblickend lieber für mich behalten hätte. Aber nein, als Odins Berater beriet ich ihn. Er setzte sich Starkappers Niedergang zum Ziel und war nicht mehr davon abzubringen. Doch nicht einmal Thor war so dumm, es allein mit Starkapper aufzunehmen. Nein, stattdessen säten die Asen Gerüchte über Starkappers Namen und verschrien ihn in allen Welten als furchterregendes Monster. Sie behaupteten, er habe eine Alpenkönigin entführt, die sich lieber selbst tötete, als sich ihm hinzugeben. Das sind natürlich Lügen, aber du bist zu jung für ihre Geschichte. Am Ende schlossen sich selbst die Warnengötter und die Armeen von Midgard der Hetzjagd an. Sie umzingelten Starkapper und ließen Pfeile auf ihn herabregnen, bis er in die Knie ging. Er ergab sich, um seinen Namen vor Gericht reinwaschen zu können. Thor nutzte seinen Vorteil und riss Starkapper einen Arm ab. Und dann noch einen, und noch einen, und noch einen, bis er zufrieden war. Nach dem sechsten Arm hatte Starkapper so viel Blut verloren, dass er auf dem Schlachtfeld starb. Ich bedauere es bis heute, wisst ihr. Ich habe mir gesagt, dass ich nichts hätte tun können. Hätte ich es bloß versucht. Ah, oh, das sind schon dreckige Wichser, Alter. Aber was zur Hölle sind das alles für Warnengötter und sonstige Pfeifen, wenn die auf so eine Scheiße einfach reinfallen? Solche Penner. Was ist das der Weg? Wirkt schon irgendwie wie der Weg. Der Rat der Valkyrie. Okay, da geht's hoch. Nein, da muss ich glaube ich weiter. Oh ne, hier gibt's bloß was. Muss doch ganz auf. Ah, da. Zack. Das ist er, stimmt's? Der Röckstel. Ja, Junge.
Der Rat der Walküren. Die Walküren sind aus Valhall, oder etwa nicht? Freut mich, dass du aufgepasst hast. Du hast recht. Valhall, die große Halle der Einherjar, ist ihr Heim in Asgard. Doch dort unterliegen sie dem Blick des Allvaters selbst. Und die Beziehung zwischen den Valküren und Odin war angespannt während meiner Zeit als sein Berater. Warum? Also, die Geschichte ist noch länger. Sehen wir uns doch lieber erstmal nach Hinweisen um. Mich stört bloß gerade eins. Ich hab keine Wut. Wow, du bist zurück. Mimir, wer ist sie? Gunne, die Herrin des Krieges. Nach jedem Konflikt, groß oder klein, war sie zuerst vor Ort und bestimmte, welche Geister es würdig waren, nach Valhall zu reisen. Eine grausige Aufgabe, aber sie erfüllte sie mit Stolz. Nach jedem Konflikt? Unmöglich. Es stimmt, ihre Schwestern haben ihr natürlich geholfen. Doch Gunnar war immer die Erste. Ihr Urteil über die Gefallenen war unfehlbar und von unschätzbarem Wert für Odin. Er bevorzugte sie. Ach geil, jetzt kriege ich Infos über die ganzen Valküren. Und dann kriege ich, wäre ich Alien nicht verdroschen von der anderen. Gönn. Wie schön, Gönn. Und? Hä? Das war's? Die schöne Gönndul? Keine Geschichte? Verzeih mir, Junge. Der Anblick Gönnduls raubte mir immer den Atem. Gönndul besaß eine flinke Zunge, Scharfsinn und eine Figur, die jeden Mann buchstäblich in den Wahnsinn trieb. Odin verbot ihr nach einer Weile den Zutritt zu Midgard, da Wahnsinn in Valhall nicht gern gesehen wird. Ja. Das ist niemand Geringeres als Gaedrifull. Waffenmeisterin von Valhall, verantwortlich für die Unterweisung von Odins Einherjar. Seine was? Seine Armee für Ragnarök. Der einzige Grund, weshalb Valhall überhaupt existiert. Die Einherjar warten in der großen Halle, wo sie ohne Unterlast prassen, trinken und sich in den Fällen vergnügen. Wenn Ragnarök beginnt, ruft Odin sie zu den Waffen, um für ihn zu kämpfen. Gaedrifull hat alle Hände voll zu tun. Okay, aber cool, jetzt können wir mal kurz dahin. Jetzt ist das. Ah, okay. Die Ziegenbock-Tussi. Das, mein Freund, ist Kara. Valküren sind ja von Natur aus unberechenbar. Doch Kara, die Frau, ist wie ein Orkan in Person. Ein Orkan? Ja, ruhig und gefasst. Dann veränderte sich die Luft und ihr Zorn brach wie ein Orkan hervor. Es war im Grunde prachtvoll anzusehen. Sofern man selbst in Sicherheit ist. Ihre Tränen wuschen die blutdurchtränkten Schlachtfelder rein. Okay. Der Hirsch. Das ist Roka. Sie erwählt die Erschlagen. Tun das nicht alle Valküren? Nicht wirklich. Obwohl sie dafür am bekanntesten sind. Und das ihre bei weitem wichtigste Aufgabe ist. Du hast gesehen, was ohne das Urteil der Valküren aus den Toten wird. Geläufer. Genau. Rotor, Gunnar, Skuld, ohne sie, die nach einer Schlacht klar Schiff machen, platzt Hehl aus allen Nähten mit Seelen, die für Valhall bestimmt sind. Eine schreckliche Situation. Rotor muss ausnahmslos sein. Hier haben wir Ehre, die Heilerin. Valküren Heilerin? Seltsam. Er war tatsächlich seltsam. Sehr still, sehr gelassen. Wo ihre Schwestern reißende Flüsse waren, war er ein sanft plätschernder Bach. Sie heilte sowohl Sterbliche als auch Götter. Und sogar einen gewissen allwissenden Weisen, der einmal zu viel trank und von einem Berg fiel. Nicht mein rühmlichster Moment. Und zwei noch. Sieh mal an Hildr, die Herrin der Schlacht. Mit Odin verstand sie sich sehr gut, mit den anderen Valküren weniger.
Sie verbrachte die meiste Zeit hier in Midgard, beobachtete die Zwietracht zwischen den Lebenden und zählte ab und zu selbst welche. Sie liebte Zwietracht. Sie war sozusagen die personifizierte Zwietracht. Was wohl jetzt aus ihr werden wird? Keine Ahnung, scheißegal. Wir wollen bloß ihre Königin. Und die letzte. Ulrin, einst Tochter eines mächtigen Stammesfürsten, die fiel, als sie ihn vor Häschern schützen wollte. Ulrin wurde nach Valhall geleitet. Doch sie entschied sich dafür, ihr Dasein im Jenseits ausschließlich dem Streben nach Wissen zu widmen. Ein sehr untypisches Verhalten bei all den üblichen Fest- und Trinkgelagen der Bewohner von Valhall. Wie wurde sie Valkyrie? Odin. Er erkannte eine verwandte Seele in Ulruns hartnäckigem Streben nach Wissen. Er ernannte sie zur Historikerin unter den Valkyren. Okay, Leute. Das heißt jetzt der große Showdown. Puh. Okay, kurzer Controllerwechsel. Nein, warte, das geht schon. Boah, fuck you. Boah, Scheiße. Alter, das geht halt einfach voll los, Mann. Alter, die geht da ab wie Sau und ich habe erst 4 Leisten weg. Scheiße, Mann. Du bist zurück. Ohne Rage habe ich keine Chance gegen dich. Okay, ich bin tot. Eine schöne Bescherung. Alter Schwede, die kommt da gleich mal raus und verdrischt dich sofort, ey. Was geht denn ab? Wir müssen erst Rage sammeln, weil sonst haben wir keine Chance, Mann. Okay. Der Endkampf ist echt heftig. Wo ist das zum Explodieren bringen? Das ist wahrscheinlich dahinter. Achso, da muss ich wahrscheinlich dann auf, ne? Ich muss halt jetzt ernsthaft erstmal Rage sammeln. Ja, dann wird's wahrscheinlich für die Runde dann doch nichts. Wird wohl dann doch noch eine Folge. Na gut, dann gehe ich jetzt Rage sammeln. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und bis zur letzten, wahrscheinlich endgültigen, letzten Folge. Macht's gut und...